Du, Andreas, in uns. Hi, ich bin Antonia. Und ich bin Andreas. Ja, Antonia, wir haben ja in unserem gemeinsamen Teams hier einen Eventplan angelegt und haben da schon Aufgaben angelegt. Mhm. Wenn ich jetzt der Projektverantwortliche bin und irgendwie einen Überblick brauche, wo denn welche Aufgabe gerade steht, kann ich denn das auch machen in Planner? Das ist tatsächlich in Teams sehr einfach. Ich zeige dir das hier mal ganz kurz. Wir befinden uns jetzt hier in dem gemeinsamen Teams, in unserem Plan. Hier siehst du auch schon eine gemeinsame Ansicht. Wir haben verschiedene Unterkategorien, Raumplanung, Catering, Teilnehmermanagement und überall gibt es Aufgaben. Wenn ich mir jetzt eine schnellere Übersicht anschauen möchte, klicke ich auf Diagramme. Dort sehe ich den unterschiedlichen Status der Aufgaben. Ich sehe die verschiedenen Kategorien und wie viele Aufgaben pro Kategorie da sind. Und ich sehe auch, welche Mitglieder wie viele Aufgaben haben. Okay, wunderbar. Das heißt, ich kann die Aufgaben auch gleichmäßig im Team verteilen und nicht, dass da einer die ganze Arbeit machen muss. Genau so ist es. Und was auch noch sehr praktisch ist, ich habe hier noch den Zeitplan. Da sehe ich, bis wann welche Aufgabe erledigt worden sein muss. Mhm. Dementsprechend einfach eine schnelle Übersicht in Teams. Ist wirklich sehr praktisch. Also insofern hier direkt in Teams für die Projektverantwortlichen ganz einfach den Überblick über mein Projekt zu behalten. Genau so ist es. Wunderbar. Weitere Funktionen von Microsoft Teams gibt es in den anderen Videos.